So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind mittlerweile im Donnertempel angekommen. Also dem letzten Tempel, bevor wir dann alles erledigt haben. Und haben hier auch schon die Gyptokönigin kennengelernt und ihr die Hälfte Leben abgezogen. Das heißt, ich weiß eigentlich im Grunde schon, wie die funktioniert. Und jetzt gucken wir uns hier gerade ein bisschen um und versuchen rauszufinden, wie wir zu ihr hochkommen. Bisher laufe ich einfach nur relativ linear durch diesen Tempel. Ich kann schon von Glück reden, dass mir die Blitze selber nichts ausmachen, ne? Topaz. Da kann ich ja wirklich von Glück reden. Okay, was ist das? Oh, du Zweihänder, ja, okay. Aber ich habe keine Waffenplatz. Nein! Aber außer einer neuen Waffe hier ist dann, also dann ist das hier eine Sackgasse, ne? Dann ist hier nichts Wichtiges zu tun. Okay. Dann können wir hier weitergehen. Hier geht's auf jeden Fall längs. Ist da nur Abgrund oder geht's da? Da geht's theoretisch auch weiter. Wir probieren jetzt erstmal was. Sind im Weg. Ja, haben wir gleich. Wo bist du denn jetzt? Ryu. Da ist er. Für mich ist zumindest das mit den Flammen gar kein Problem. Ich habe ja hier meinen Sidon. Wo ist er denn? Nein. Ja. Und da habe ich gelernt, dass es den gar nicht interessiert. Okay. Kann sie dann auch durch. Oh, hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Jo. War easy. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, was in diesem Raum hier unten gewesen wäre. Weil man hier trotzdem auch runter kann. Aber scheinbar nur eine Falle. Ja, und nochmal so eine. So ein Ding. Gerudo-Messer. Ja, und dann hätte man dann so wieder nach oben gekonnt. Alles klar.
Das war die falsche Taste. Okay. Gehen wir weiter. Ich meine, ich könnte mich doch jetzt theoretisch auch die ganze Zeit... Was war das? Ah, okay. Ich könnte mich doch jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit einfach nach oben dingsen, die ganze Zeit. Also hier, ne? So zack, 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 bis wir ganz oben sind. Jetzt auch noch Feuerkugeln? Aber wir spielen es mal ordentlich. Da komme ich erstmal nicht weiter. Tschüss, Gerone. Okay, hier unten ist nichts weiter. Hä, ich komme da dran vorbei und sie nicht. Auch witzig, aber gut, ist egal. Die Kugeln werden aufgehalten. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Ja, ich hatte recht. Ich mache hier den Job. Jetzt kommen auch gar keine mehr nach, weil die letzte sich verabschiedet hat. Okay. Jetzt brauche ich dich. Ja, da ist er. Mann! Speichervorgang, okay. Da unten wäre wieder Zeug. Dann gehen wir erstmal runter. Also wie schon gesagt, ich spiele den Tempel jetzt erstmal... Oh, sehe ich ja jetzt, dass das hier so ein Scheißding ist. Aber wenn der nicht aktiv ist, kann ich da nichts machen. Jetzt wird er aktiv. Na toll. Ich glaube, einen Bogen kann ich sogar mitnehmen. Jo. So, aber ich brauche dich. Dass du hier Dings machst. Sehr schön. Jetzt brauche ich dich nochmal. Mann, lauf halt nicht weg. Wieso hat es jetzt den nicht erwischt? Der war genau mittendrin. So. Aber eigentlich haben wir das jetzt für gar nichts gemacht, ne? Das haben wir jetzt halt einfach so gemacht. Okay, ich gehe mal hoch.
Okay, jetzt kommen die Lichträtsel dazu scheinbar. Und die Kollegen. Oh, der hält ganz schön viel aus. Weiß ich nicht, ob ich... Nein, das war nicht so gut. Okay, jetzt ist er doch gleich down. Tschüss. Sehr schön. So, aber jetzt sollte ich mal testen, ob der Wind nicht auch hier... Hallo. Ja doch, also da funktioniert es auch. Okay, da funktioniert der Wind dann doch auch. Alles klar. So, der muss jetzt da oben das aufleuchten. Easy. So. Und da drin sieht man eh von hier, dass da nochmal ein Gegner drin ist. Den können wir also gleich schön außen vor lassen. Und hier ist eine Truhe. Das ist jetzt sehr gut, dass das Ding hier gleichzeitig einen Abflug macht. Das ist genau, was wir wollen. Nicht. Okay, wäre da unten irgendwas? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da gehen wir gar nicht erst runter. Ich glaube, da gehen wir gar nicht erst runter. Ich meine, hier geht's ja final weiter. Hey, wir sind wieder im EG gelandet. Kommt jetzt erst der Raum, der mir sagt, dass ich vier Sachen machen muss? Ach du Scheiße. Wie groß ist denn dieser Tempel? Link, ich bin mir sicher, dass uns das Wandbild in der Stadt zu diesem Tempel führen wollte. Und wenn das so ist, finden wir bald heraus, zu wem die Stimme gehört. Ja, und der Aufzug geht erst, wenn wir vier Sachen einschalten. Jetzt erst haben wir einen Teleport. Ja, stimmt. Ja, einen Teleport gibt es ja auch noch. Ja, vier Stufen. Ich verstehe schon. Okay. Diese Plattform hat sich erst bewegt und ist dann wieder zurückgekehrt. Oh, meine kleine Nachfahrin. Dieser Mechanismus ist mit der Spitze des Schreins verbunden. Verwende deine Blitzkraft, um die vier Energiespeicher aufzuladen. Dann erwacht die Maschinerie zum Leben. Ja, war klar. War klar. Wie viele Stockwerke willst du haben? Wie viele Stock... What the...
Ja, okay, aber es sind teilweise nur ganz. Okay, ja. Ja, okay. Ja, okay. Das sind halt. Ja, das sind halt. Also fühlt sich trotzdem relativ linear an, das abzulaufen, glaube ich. Das ist wahrscheinlich dann der letzte. Da kommen wir dann wieder raus. Na gut, dann auf geht's. Ach du Scheiße. Ich kann hier praktisch jetzt direkt in jedes Stockwerk, so viel zu linear. Ne, dann gehen wir erstmal schön die Treppe in Ruhe nach oben. Der hat so einen Spiegel in der Hand. Hallo? Adieu, my friend. Oh, da ist noch einer. Sheet, der war ein bisschen stärker. Der war ein bisschen stärker. Okay. Okay. Ich verstehe schon. So. Der macht nach wie vor einen Abflug. Ach, der hat das an den Spiegel range. Okay, das muss ich ausprobieren. Das muss ich jetzt ausprobieren. Nein. Oh, ich habe den falschen ausgewählt. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich dachte, vielleicht kann er den reflektieren oder so. War nur eine Idee. Aber warte doch, parieren muss doch eigentlich gehen, oder? Mann, ich lerne das nicht. Oh, ich kann das einfach nicht, ne? Ah, ja, nice. Okay, aber er geht ja nur kaputt. Oh, der ist zu schnell, verdammt. Aber was ist denn das für einer? Das ist doch kein Gamma-Kämpfer. Der ist doch nochmal krasser, oder? Der ist doch nochmal eine Stufe krasser. Gibt es vielleicht auch Delta-Kämpfer? Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich habe keine Waffe. Ja, der ist schon echt heftig.
darf man gar nicht zum Angriff kommen lassen. Aber warte mal, wenn der neu ist, muss ich den fotografieren. Delta, tatsächlich Delta-Kriegerkonstrukt. Oha. Das ist das erste Mal, dass wir mit einem Delta konfrontiert werden. Krass. Delta-Kriegerkonstruktoren, tatsächlich. Ja, krass. Delta-Kriegerkonstruktoren, 24. Holy shit. Der ist ja sick drauf, ey. So. Irgendwie muss ich das Ding da drin jetzt auslösen können. Oh, da komme ich von oben runter. Mit anderen Worten, da komme ich von oben runter, da kann ich jetzt gar nicht rein. Das wäre nur Rückweg gewesen. Aber dann haben wir den Rückweg jetzt schon mal aufgeräumt. Ist auch gut. Ist auch nicht verkehrt. So, wir bleiben erstmal auf dem ersten Stockwerk. Aha. Aber hier ist aktuell kein Licht, was ich dahin steuern könnte. Von daher müssen wir uns das erstmal merken. Und gehen ein Stockwerk höher. Aha. Ah. Und hier endet dann auch schon der Raum hier. Auch leuchten. Bruder, wo kam der denn jetzt her? Ach, von da drin. Ah, warte, hier unten. Nee, hier unten ist auch kein Gang, nee. Hat man schon gesehen. Hier ist keiner. Wait, doch, 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 doch. Ich komme hier rein. Ich komme hier rein. Interesting. Warte mal, habe ich gerade irgendwas zum Verknüpfen? Ja. Machen wir das nämlich gleich mal. So. Ah, ich komme direkt hier rein. Okay. Ich dachte, das ist der, den man zum Schluss macht. Dabei macht man den einfach zuerst. Ich muss echt für alles meine Pfeile verschießen. Ist voll frech. Das ist also einer der Energiespeicher. Ja, hast du gut erkannt. Er scheint genug von meinen Blitzen aufgenommen zu haben. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Mehr geht hier aber dann auch schon gar nicht mehr. Okay. Ich weiß, bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, du kannst doch deinen Deckensprung nutzen. Man kann die kompletten Tempel mit dem Deckensprung komplett kaputt machen.
Ich finde nicht, dass das ist, wie man sie spielen sollte. So, na, weil ich weiß, natürlich kann ich jetzt hier in den Raum gehen. Und kann sagen, oh. Gehen wir halt nach oben irgendwo. Bestimmt geht's irgendwo. Ne, es geht gar nicht, siehste. Also, aber das könnte ich bestimmt auch draußen in dem Gang machen. Ich glaube nicht, dass die Tempel ausgelegt sind, um sie mit dem Dings zu spielen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube viel mehr. Ah, da ist das Licht. Oh, ich krieg den gar nicht auf. Oha. Ich wollte sagen, ich glaube vielmehr, dass es viel sinniger ist, die richtig zu spielen, im Sinne von nicht so. Okay, den muss ich jetzt hier durch das Ding durchschicken irgendwie. Haben wir noch eine Steindings? Weil so ist er halt zu niedrig, ne? Ha. Ach so, ja. Wie wär's, man dreht den Stein? Das wäre ja zu einfach gewesen, ne? Den Stein einfach zu drehen, das wäre ja viel zu einfach. So. Jetzt kann ich doch alles da draußen anleuchten, wie ich lustig bin. Ah, den Kollegen kann ich auch verschieben. Hoppala. Okay, hier kommt noch kein Lichtding hin. Da weiß ich noch nicht, wie der gehört. Das heißt, wir lassen ihn erstmal so sein. Ah ja, okay, ich muss die jetzt erstmal... Ja gut, dann lasse ich den erstmal hier liegen und verschiebe die erstmal alle passend immer. Okay, da ist einfach nix. Okay, das geht jetzt Stück für Stück. Oh je, okay, alles klar. Jetzt gucke ich nur kurz, ob ich hier oben noch was machen kann aktuell. Sieht nicht danach aus, ne? Nee. Gut, dann gehen wir es mit dem Lichtstrahl hinterher. Ach, scheiße. Dann gehen wir wieder hoch. Also dieser Lichtstrahl kann jetzt schon komplett treffen. Yes. Und der macht jetzt da irgendeinen Weg auf. Okay, ja, dann gehen wir erstmal dahin. Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. Oh, nee. Ryu.
Den vernichten wir direkt. So. Oha, hier sind ganz viele. Ganz viele Mistviecher. Oh Gott, da ist ein Delta wieder dabei. Hallo, ich hänge. Ich hänge schon wieder. Oh, der ist hier unten. Ich dachte, ich habe den erledigt. Habe ich gar nicht. Man sieht halt auch nichts, ne? Haben wir ihn jetzt? Mann, der nimmt den Schild ständig wieder. Genau das soll der ja nicht machen. Er hat den Schild schon wieder. Mann! Ich verliere hier auch massig Pfeile die ganze Zeit, ne? Ich sehe nix. Ich glaube, wir haben ihn. Uiuiui, was eine schwere Geburt. Was eine schwere Geburt. So, was haben wir hier unten alles noch liegen lassen? Aktuell nichts, okay. Hoppala. Boah, aber ich verliere durch diese Ryu-Geschichte, verliere ich so viele Pfeile aktuell, ne? Weiß ich noch nicht, wie ich das fühle. Ah, hier sind die ganzen anderen Sachen. Sehr gut. Holzpfeil mal 5. Sehr, sehr wichtig vor allem. Okay, hier kann ich einen Luftballon bauen. Ach du grüne Neune. Ich weiß nicht, warum ich das wollen sollte, aber vielleicht will ich es ja gleich. Muss ich da wohl nach oben oder so? Oh. Oh, ach nee. Ja, ich glaube zu verstehen, wie dieses Rätsel funktioniert. Ah, je, oh je, okay. So kann ich den nicht greifen. Ja, das ist so, oh je. Okay. Einmal da drauf. So.
Ach nee, brauchen wir ja gar nicht. Wie hoch muss der? Oh je. Naja, vielleicht kriegen wir es ja hin. Nee, noch nicht so richtig, ne? Ah, wohin muss der am Ende? Vielleicht da ganz hoch. Aber, oh Gott. Das wird sehr unangenehm. Hier ist aber halt auch nichts, womit ich jetzt die Ballons hochstarten lassen kann, ne? Also ich müsste halt selber wieder was aus meinen Kapseln holen. Aber ich bin ja irgendwie so der Meinung, dass das Spiel immer einem auch die Sachen zur Verfügung stellt, die man nutzen sollte. Für was geht meine Batterie eigentlich gerade runter? Ach, für den Kollegen. Wann habe ich den denn hochgeschickt? Ja. Ich glaube, ich bin schlauer, wenn ich mit den Plattformen arbeite, anstatt mit dem komischen Ballon-Ding. Ich habe ja eh nichts, um den Ballon zu starten, außer was zu konstruieren. Also. So. Natürlich auch hoch. So. Wir müssen uns halt nur ein bisschen schicken. Sonst wird es zeitlich recht knapp. Komme ich da jetzt hoch? Yes, sehr schön. Ja, doch, das reicht. Das reicht. Von hier aus kann ich es jetzt starten. Von hier aus kann ich jetzt rein. Nice. Oh mein Gott, was eine schwere Geburt. Sehr schön. Jetzt hätte mich nur interessiert... Aber ich glaube, da komme ich sogar rüber. Ja, so viel dazu. Ob da oben noch eine Kiste ist, aber dann lassen wir das einfach in Ruhe. Interessiert mich nicht. Dein Strom. Nummer 2 von 4. Zwei Stück noch, Link. Los, keine Müdigkeit vorschützen. Ja, ja. So. Ja, dann können wir einfach wieder rausgehen, ne?
Dann ist jetzt die goldene Frage. Kann man das noch irgendwie anders lenken, weil... Ach, Quatsch. Ah, natürlich. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt kann ich dir die Statue da drüben benutzen. Die schießt dann dahin und dann kann ich wieder in die andere Richtung runterschießen. Ich verstehe. Ja, noch ein bisschen rüber. Er trifft. Nice. Ja, und dann geht er auch wieder eine Platte auf. Jetzt können wir da ganz hoch. Mann! Bis da hoch muss ich. Okay, dann klettern wir halt den Rest. Dann klettern wir halt den Rest. So! Ah, das ist jetzt nämlich, wo das Feuer hier runtergeht. Okay, alles klar. Ah, da haben wir im Grunde ja schon den großen Teil gesehen. Genau, das haben wir ja alles schon aufgemacht auch. Da drin sind jetzt, da draußen sind jetzt auch keine doofen Gegner mehr. Sehr gut. Zack. Nummer 3 von 4. Fehlt nur noch einer. Gut. Ein. Genau, so ist es. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. In Stockwerk 3 ist der, okay. Oh, da haben wir einiges noch nicht gesehen, scheinbar. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Okay, aber man scheint in die 3 einfach so reinzukommen, okay. Ja, den muss ich auslösen. Okay, so, also muss ich irgendwie Licht hier hinbekommen. Wie kann ich dieses Licht jetzt da runterpfeffern? Also der eine Weg, um es runterzupfeffern, war ja... den hier zu nutzen, der dann hier runter schickt. Genau. Aber der schickt jetzt ja auf die Stufe 2. Ah, ja, Moment. Ja doch, kriegen wir jetzt ja hin. Ich habe ja hier noch ein mobiles Ding rumfliegen. Irgendwo, da ist es, genau. Dann muss ich das jetzt ja einfach nur in Anführungszeichen an der richtigen Stelle dann einsetzen.
Reicht noch nicht ganz. So, da drüben muss der rein, na? Ja. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Keine kann ich nicht abschätzen. Kamera ist halt mal wieder richtig toll. Also er muss hierhin, muss er kommen. Es reicht sogar. Sehr schön. So, aber ich befürchte, wir werden jetzt hier gleich wieder richtig viele Mistdinger bekommen. Ja, guck mal, da ist jetzt schon alles rot. Ach, scheiße. Ah, das sind nur Fackeln, okay. So kommen wir nicht weiter. Ja, bleibt chillig. Easy. So. Da ist nichts weiter. Okay, also einfach durchlaufen. Oh, die Stacheln bewegen sich nicht mehr. Jetzt komme ich hindurch. Du hättest auch gerade hindurch gekonnt, aber hey. So, hier muss gleich wieder hell werden. Ja, da sind sie schon. Ich würde ja gerne die Kollegen da ein bisschen zerquetschen lassen. Muss ich gestehen. Ja, kommt mal her, versucht's mal. Der schießt selber Pfeile. Aber der ist ja schon kaputt. Ja gut, dann muss ich wohl so durch. Ist da ein Krasser dabei? Nee, der geht auch klar. Der Ecke. Ah, das war's. Oh,
Okay, dann erstmal Luti einsammeln. Okay, irgendwie muss ich das Ding jetzt aufkriegen. Ach lol, hä? Ist ja alles offen. Das hatte ich gar nicht gerafft. Ah, okay, ich verstehe. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer, ne? Ich hätte jetzt ja als Secret noch hier irgendwo einen offenen Gang versteckt, theoretisch. Wenn ich Nintendo wäre. Aber Nintendo ist mehr so, nö, machen wir nicht. Okay, cool. Dann ab nach oben. Dann schicken wir das jetzt auch hier durch. Ja, es hat ja fast funktioniert. Ich glaube, jetzt wird er besser treffen, ne? Ja, sieht gut aus. Nice! Und das war's! An sich ideentechnisch schon ein schöner Tempel. Kann man nichts sagen. Ideentechnisch schon ein recht schöner Tempel. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Alle Inek, damit sollte sich auch der Mechanismus... Jo. 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 So sieht's aus. Jetzt ist die Frage... Wird mich das Gipto-Viech jetzt komplett zerlegen oder kommen wir klar? Wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es jetzt erstmal aus, ohne Heilung und Kram und sonstigen Blödsinn. Wir gucken einfach mal, was abgeht. Oh. Dieser Mechanismus scheint sich tatsächlich zu bewegen. Ja, auf nach oben. Zur Gipto-Königin. Ach nee, wenn ich die Ecke schon sehe. Ja, was leuchtet da? Oh Gott. Oh Gott. Können wir erstmal die Dinger hier am Rand kaputt machen, bitte? Ich habe keinen Bogen. Warum habe ich keinen Bogen? Ist der gerade kaputt gegangen oder was? Tatsache. Na toll, jetzt reagiert die natürlich noch nicht. Ach Mann, das ist doch scheiße. Ah. Na gut. Ja, wer hätte das jetzt erwartet?
Jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Ja, ich fürchte, jetzt sind wir erstmal fällig. Die ist wieder voll. Kommt sie uns nicht mehr. Hinterher. Oh, nee. Was war das denn? Oh, warum ist denn jetzt wieder voll? Ah, okay. Aber sag mal, wenn ich hier... Oh, warte mal. Na toll. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ihr eh eigentlich nur Elektrozeug in die Fresse schlagen muss, ne? Kann ich da nicht einfach selber Elektrozeug schießen? Like. Ja, gut getroffen auf jeden Fall. Bruder! Aber das will ich mal ausprobieren. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich hier Elektrozeug in die Fresse schieße. Ob das wirklich ihre Blitze sein müssen, ob es einfach Elektrozeug sein muss. Mann! So kriege ich es nicht raus. Okay, wir nehmen jetzt erstmal eine Heilung am Anfang, dass ich ein bisschen rumprobieren kann. So. Genug Zeit zum Rumprobieren jetzt. Mann! Ah, nice. Oh, nicht damit schlagen. Oh, Bruder. Ja, das haben wir gut gemacht. Ja, okay. Also ich verstehe so grob, wie es abläuft. Ich kann sie auch mit dem Elektro treffen. Das ist gut zu wissen. Ja, und die Heilung am Anfang brauchen wir. Das hilft nichts. So. Dann nur gleich die richtige Waffe. Alle kommen den Wirbelwinden bloß nicht zu nah. Solange sie angreifbar ist, kann ich ja sozusagen dann auch mit Bombenpfeilen angreifen, ne? Ja, und jetzt kann ich sie nämlich nicht mehr angreifen. Die Attacke ist frech. Die Attacke ist richtig frech. Ah, ich glaube, die wird erst die Viecher in der zweiten Phase loslassen. Hat gut funktioniert.
So. Ja, dann mit der richtigen Waffe, aber hier. Okay. Oh, Bruder, wie schnell die wieder Schaden macht, ey. Das war knapp. Ja, zweite Phase und jetzt fängt es wahrscheinlich an, die Viecher rauszuholen. Ja, ja. Ach, habe ich da einen Bock drauf. Sie hat Gitos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Mann, jetzt sind die wieder ausgegangen. Okay, das erste ist down. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Oh, okay. Sehr interessant. Auf das Licht kommen die gar nicht klar. Okay. Oh nein, Energie. Energie, Energie, Energie. Nice. Oh Gott. Die schießt. Also wenn die schießt, ist es echt böse. Aber ist mir egal. Ich pfeife mir jetzt erstmal so viel Essen rein, wie geht. Und wenn der da drüben auch noch weg ist, dann können wir uns wieder um den Rest kümmern. Ja, 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 ja. Sehr schön. Damit sind alle vier weg. Ja, nur leider habe ich kein Spiegelschild. Leider habe ich kein Spiegelschild. Das ist echt ärgerlich, aber gut. So. Du kriegst jetzt erstmal mit dem Elektropfeil ins Gesicht. Nachdem dir das ja auch was ausmacht. Ah, shit. Ah, shit. Okay, vorbei, vorbei. Okay, ich muss schon... Da! Ah! Bruder. Arschvieh. Okay, ich brauch dich wieder. Nein! Voll vorbei. Treffer. So, und jetzt nochmal. Ja, jetzt wird sie erstmal selber getroffen, weil sie ja nicht ausweichen kann. Ja. Komm her. Jetzt habe ich wieder die Gelegenheit. Jetzt schöne, krasse Waffe. Oh, den haben wir noch. Wir haben noch den leuchtenden Ivarok-Hammer. Den kriegt sie jetzt richtig in die Fresse. Oh, nice.
Okay, das ist gleich down, das Ding. Okay, jetzt kann ich nicht angreifen wieder. Oh, Bruder! Okay. Okay, der Angriff war... Oh, der war heftig. Der war heftig. Okay, ist in Ordnung. Nehme ich hin. Nehme ich hin. Wo starten wir denn jetzt? Ich würde sagen, bei der Hälfte wahrscheinlich, oder? Nein, wir starten am Anfang. Ja, geil. Okay, aber ich habe einiges gelernt. Nämlich zum einen, dass den ersten Angriff kann ich ja so machen. Dann ist sie nicht schon vorgeschwächt. Und dann den zweiten Angriff. Den mache ich einfach so. Ja, hat gut funktioniert, ja. Mann! Jetzt hat sie sich schon wieder geheilt. Ach, ist das zum Kotzen. Oh Mann, Rio, warum hast du denn so eine krasse Reich... Boah, weg, 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 weg. Solltest du dich nicht langsam mal heilen? Nee, ich heile mich jetzt nicht mehr. Ich lasse mich jetzt erstmal treffen. Weil das wird nix. Ich will nur kurz was testen. Ich habe ja auch noch... D-Angriff hier. Ah, das interessiert ihn auch. Okay. Good to know. Ja, good to know. Also auch der der Dingsstab tut ihm weh. Sehr gut zu wissen. Okay. Dann wissen wir jetzt im Prinzip ja Bescheid, was ich alles an Optionen habe. Also den zweiten Angriff muss ich mit ihr machen, sonst kriege ich sie nicht down. Also wenn sie in dieser Skelettphase ist, dann muss ich mit den Blitzen treffen. In die Skelettphase kriege ich sie mit jeder Elektroattacke, aber da muss ich sie mit den Pfeilen treffen. Perfekt. Nehmen wir gleich den Ivarok-Hammer. Sehr schön. Ja, sie hält sich wieder hoch. Und da kann ich jetzt aber... So, da kann ich jetzt aber... Mann! Da kann ich jetzt theoretisch mit dem Elektropfeil reingehen. Dann sie gleich auslösen. Na, ja, das hat leider nicht getroffen. Weil es dann immer... Also dann schieße ich den Pfeil immer in den Sandsturm rein. Nein! Perfekt. So. Jetzt werde ich nicht so viel Schaden machen können, weil sie dann in die Phase kommt, aber ist egal. Ja, genau.
Genau, okay, so. Wir wissen jetzt ja schon, dass das mit dem Licht dann ein guter Schutz ist. Sie hat Iptos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Okay. Ja, das mit dem Licht ist sehr, sehr stark. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Ja, das mit dem Licht ist, wie gesagt, sehr, sehr stark. So. Zack. Das wollte ich nicht. Dahin wollte ich nicht schießen. Das war nicht so gut. So, schön ausweiten, schön ausweiten. Jetzt. Treffer. Ah Mann, dieser scheiß Strahl. Von ihr immer. Sehr gut. Sehr schön. So, ihr macht jetzt mal einen Abflug hier. Kannst du wieder? Okay. Einer fehlt noch. Da drüben der. Gut. Das waren alle. Das waren alle. Dann können wir uns wieder um den Hauptgegner kümmern. Naja, gleich zumindest. Ah, Vorsicht. Ah, ich hasse diesen Strahl. Der Strahl ist so nervig und tut so weh. So. Sehr gut. Die machen jetzt alle einen Abflug hier. Ruck, weg, 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 weg. Kein Interesse an deinem Scheißstrahl. Ah, Mann! Ach, jetzt ist wieder der Effekt weg gewesen. Aber es macht nichts. Ich schieß sie so ab. Alter, die weicht gut aus. Sehr gut. So, jetzt brauche ich dich. Muss ich an den Stürmen vorbeikommen. Hat gut funktioniert. Mann, das sind immer noch so viele. Verzieh dich. So. Immerhin sind die gleich alle down. Das ist auch schon mal was wert. Nein, das klingt nicht gut. Oh ja, da hat er mich nochmal erwischt. Okay, ich hau jetzt erstmal den weg. So. Jetzt haben wir nur noch den Hauptgegner, ne? Jetzt haben wir nur noch die Königin. Perfekt. Und gleich nochmal.
Das war sehr schön. Stark Waffe ausrüsten. Die dürft nochmal ordentlich draufhauen. Weil wir können auch... Sollen wir Feuer probieren? Ist Feuer effektiver vielleicht? Ja, das war jetzt nicht so effektiv, glaube ich. Ja, wir brauchen nochmal eine weitere Runde. Jetzt rennt sie gleich wieder und das hat vorhin schon ordentlich wehgetan. Ah, Mann, ey. So. Und gleich nochmal sie hinterher. Gleich noch sie hinterher. Gleich sie hinterher. Nein, nicht in den scheiß Wirbelsturm. An dem muss ich vorbei und dann drauf und dann drauf. Nein, jetzt war sie wieder weg. Ach, das ist doch zum Kotzen. Ich brauche ihre Attacke. Jetzt ist es wieder vorbei. Mann! Du musst da raus. Du darfst dich da nicht... Mann! Wenn du dich treffen lässt, funktioniert es genauso nett. Daran muss ich jetzt schnell vorbei und dann auf die drauf. Das war's. Das war's. Wir haben's. Oh, Bruder. Ja, war schwer genug, der Kampf. Definitiv der herausforderndste von den vier. Definitiv der herausforderndste Kampf von den vier, die wir hatten. Eieieiei. Ja, definitiv der herausforderndste Kampf. Okay, nachdem der Part schon unfassbar lang ist, machen wir die ganzen Sequenzen und so weiter beim nächsten Mal. Ich hoffe, das ist für euch okay. Das ist zwar dann nichts Spannendes, in Anführungszeichen, womit der nächste Part losgeht, aber es wird mir hier zu lang. Danke fürs Zuschauen und tschüss.